Die einen fahren nach Norwegen in den Urlaub und genießen dieses wunderschöne Land. Ja, und ich beneide sie alle. Zum Glück gibt es ja einen norwegischen Modellbahnhersteller, der ein Stückchen Norwegen in Form einer Modelllok als Sommerneuheit nach Deutschland bringt. Das ersetzt zwar keinen Urlaub in Norwegen, tröstet aber ein wenig. Und damit willkommen, liebe Freunde aus nah und fern, bei Xtreme24, Ihre Einkaufswelt für Modellbahnen und Zubehör. Ja, Sie haben ganz richtig gehört. NMJ stellt wieder eine Lok aufs H0-Gleis. Die Sommerneuheit ist die Elektrolokomotive vom Typ EL13. Und bevor ich wieder ans Eingemachte gehe, muss ich hier die drei Typen der EL13, die ich Ihnen mitgebracht habe, aus ihrer Verpackung befreien. Es sind die Analogversionen der EL13 2116 mit der Artikelnummer 82304 und die EL13 2154 mit der Artikelnummer 82206. Und die dritte im Bunde, die Soundvariante, die EL13 2127, hier ist sie, mit der Artikelnummer 82305. So, liebe Freunde, jetzt befreie ich die Maschine aus ihrer Verpackung. Ja, Sie sehen es auch hier schon im Bild. Es ist die allseits bekannte Verpackung von NMJ. Und ja, Hochglanz gefasst, wie man es kennt, unterstreicht auch eine gewisse Hochwertigkeit. Ja, was ist auf der Verpackung drauf? Einmal die Computerzeichnung dieses Modells, welches ich mir für Sie ausgesucht habe. Es ist ein Soundmodell, es ist ein Topline-Modell. Und was haben wir noch auf der Verpackung stehen? Ganz klar, hier hinten die Artikelnummern und auch hier ganz hübsch nochmal aufgebracht auf der Verpackung, welche Varianten von Lokomotiven von EL13 es noch gibt und natürlich selbstverständlich mit Artikelnummer. So, wir befreien diese Lok aus ihrer Verpackung. So, saugend geht es auf. Ein fester Karton, ist die Maschine gut geschützt. Obendrauf, wie immer, eine Schaumstoffabdeckung, damit die also auch oben gut geschützt ist. Was kommt uns als erstes entgegen? Die Beschreibung zu dieser NSB-Lokomotive EL13. Ja, und Sie sehen auch hier schon das ESO-Logo. Das heißt also, diese Lok hat einen ESO-Sound, Lok-Sound 5 an Bord. So, ja, und wenn wir diese Kleinigkeiten heruntergenommen haben, ist sie eigentlich schon vor uns, die Maschine, in einer Kunststoffhülle eingepackt mit einer Blisterverpackung. Und wenn man dann diesen Kunststoffschuber heruntergezogen hat, kann man also aus diesem Blister schon öffnen und die Maschine steht vor uns. Mache ich gleich. Mit beiden Händen hier reingreifen. So, da ist sie bereits aus ihrer Verpackung befreit. Dann, wie eben gesagt, diesen Kunststoffschuber entfernen. Dann diese Blisterverpackung hier oben an diesem Ende. Nee, ein schlimmes Geräusch für manche, ja. Öffnen. Dann kann man, wie gesagt, das Ganze schon hochklappen. Zuvor nehme ich natürlich nochmal den Zurüstbeutel raus mit Kupplung, Luftschläuchen und Ersatzschneeräumern. Lege ich hier mal davor. So, aufklappen das Ganze. Lok in dieser Kunststoffhülle anfassen, raussetzen, wegziehen. Auch das beiseite. Das gleich hinterher. So, liebe Freunde, das ist sie nun. Die Lokomotive,
die ich stellvertretend für die anderen beiden Ihnen heute präsentieren möchte. Ich werde Ihnen jetzt im Einzelnen diese Loks kurz vorstellen. Doch zuvor ein kurzer geschichtlicher Ausflug. Die EL13 wurden in ganz Norwegen vor allen Zugarten eingesetzt. Die Lokomotiven wurden ab 1957 ausgeliefert und waren bei den NSB bis 1998 im Einsatz. Ursprünglich waren die Lokomotiven dunkelgrün lackiert. Bereits in den 1960er führten die NSB ein neues Farbprogramm für Lokomotiven ein, bei dem diese braun lackiert wurden und einen gelben Zierstreifen erhielten. Diese Farbgebung wird als altes Design bezeichnet. Anfang der 1980er Jahre sollte ein neues Farbschema für die Lokomotiven eingeführt werden und nach diesem erhielten einige wenige EL13 eine rotbraune, etwas dunklere Farbe. Der Zierstreifen entfiel. 1982 wurde das finale neue Farbschema eingeführt, das die NSB in den letzten 35 Jahren verwendeten. Die als neues Design oder New Design bezeichnete hellere rotbraune Farbe behielten sie bis zu ihrer Ausmusterung. Insgesamt 37 EL13 wurden von NSBB Tune gebaut und von 1957 bis 1966 an die NSB geliefert. Das Dienstgewicht beträgt 74,2 Tonnen, Leistung 3600 PS und die Länge über Puffer war 15.000 mm. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 100 km/h. Die analoge EL13 2116 mit der Artikelnummer 82304 ist beispielsweise eine der Loks, die in dem New Design ausgeführt ist. Hier steht sie. Dieses NMJ-Topline-Modell der NSB kommt als Epoche 3-Modell in rot-schwarzer Ausführung, grauen Pantographen und den markanten gelben Schneeräumern. Die zweite im Bunde ist die EL13 2154 mit der Artikelnummer 82206. Dieses Topline-Modell kommt in NSB Old Design in Epoche 2 Ausführung in rotbrauner Farbgebung und beigen Streifen und dem großen Schneeräumern, sieht martialisch aus, und grauen Dach und auch grauen Pantographen. Und die dritte Maschine ist das NMJ Topline-Modell der NSB, die EL13 2127 Epoche 3 mit der Artikelnummer 82305 in rot-schwarzer Ausführung im New Design mit Bedruckung Olympische Winterspiele Lillehammer 1994. Ja, und diese Maschine habe ich mir nun stellvertretend für die anderen beiden ausgewählt, für meine Präsentation heute. Die Bedruckung und Lackierung ist trennscharf einschließlich des extra angebrachten Werbebanners für die Olympischen Winterspiele Lillehammer 1994 ausgeführt. Die Ausführung entspricht dem aktuellen Betriebszustand um 1996. Der Dachgarten mit seinen filigranen elektrischen Leitungen und Isolatoren in vorbildlicher Materialstärke ist hervorragend nachgebildet. Die Fahrgestelle sind ebenfalls perfekt wiedergegeben mit Normalrädern und angebrachten 1000 Volt Kontakten. Vervollständigt wird der gute Gesamteindruck durch viele extra angesetzte Teile wie beispielsweise Scheibenwischer, Außenspiegel, Regenrinnen und Fallrohre und natürlich den unten liegenden Schneeräumern. Übrigens sind bereits einige Zurüstteile an der Lok werkseitig angebracht. So, liebe Freunde, erster und spannender Programmpunkt ist der Geschwindigkeitstest. Wir testen und ermitteln die Geschwindigkeit in der Fahrstufe 1. Also die langsamste Geschwindigkeit, dann die mittlere Geschwindigkeit in der Fahrstufe 14
Und natürlich als letztes klar die Höchstgeschwindigkeit in der Fahrstufe 28. Das Original der Lok war mit 100 km/h unterwegs. Ja, und jetzt geht's los. Die Lok setzt sich jetzt mit der Fahrstufe 1 in Bewegung. Oha, auch hier ein hervorragender Wert, Fahrstufe 1, 1,7 km/h als langsamste Kriechgeschwindigkeit, ein guter Wert. Jetzt der Messwert in der Fahrstufe 14. Naja, 28,3 km/h, auch nicht schlecht. Im Vergleich mit bereits anderen getesteten Modellen lagen alle Maschinen so zwischen 28 und 31, 32 km/h. Ja, und jetzt wird es natürlich spannend. Fahrstufe 28, Höchstgeschwindigkeit. Wie gut ist die NMJ-Lok werkseitig eingestellt? So, Fahrstufe 28, Höchstgeschwindigkeit gemessen 111,7 km/h. 100 km/h ist das Original unterwegs. Diese Abweichung liegt in der Toleranz. Und ja, und wer es ganz genau haben will, in der CV5 kann dieser Wert natürlich angepasst werden. So, und nach dem Geschwindigkeitstest geht es jetzt gleich weiter zur Zugkraftmessung. Zuerst habe ich natürlich die Lok gewogen und sie bringt 425 Gramm auf die Waage. Denn das ist ja auch ein wichtiger Wert in Verbindung mit der Zugkraft. Gemessen wird einmal in der Ebene und die zweite Messung in der 3%igen normgerechten Steigung. Los geht's! Die Lok steht bereits auf dem Gleis. Dann habe ich mir gedacht, naja, wenn sie schon gelbe Schneeräume hat, nimmst du auch einen gelben Zughaken, passend zur Lok. So, ich schiebe die Lok ran, hänge den Zughaken in die Kupplung der Lok ein. So, und habe jetzt eine feste Verbindung hergestellt. Ja, und dann kann die Lok eigentlich losziehen. Wir ziehen jetzt in der Ebene und sind gespannt, wie viel Newton diese Maschine nun zurechtbringt. Also bei 1 Newton sind das 102 Gramm, umgerechnet 50 zweiachsige oder 25 vierachsige Wagen. Wir werden sehen. So, nun dauert es noch einen ganz klitzekleinen Moment. Sie fährt an. So, bei 0,85 Newton radieren die Räder der Lok, sie kommen ins Schleudern, mehr ist da wohl jetzt nicht drin. 0,85 Newton, ja, das ist ein ganz ordentlicher Wert, das entspricht einer in Gramm umgerechnet genau exakt 86,6 Gramm und das sind 43 zweiachsige Wagen oder ca. 21 vierachsige Wagen. Ist aber eine ganz ordentliche Leistung und ich hatte es ja auch schon bei den letzten Lokomotiven, die wir hier getestet haben, gesagt, es ist natürlich für einen Otto-Normalverbraucher eine Menge Holz, Menge Wagen, die da dran passen. Wer kann das schon auf seiner Heimanlage wirklich machen? Ganz, ganz wenige. Aber ich denke, für diese Lok und für dieses Gewicht ein ganz gutes Ergebnis. 43 Wagen ist schon toll. Und jetzt, liebe Freunde, muss sie in die normgerechte 3%ige Steigung gehen. Da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. So, dazu muss ich wieder meinen Klotz entsprechend anbringen für die normgerechte 3%ige Steigung. Habe ich gemacht. Ich bringe die Lok in die Ausgangsposition
Ja, und nun muss er wieder losfahren. So, wir verfolgen jetzt die Lok, was sie in der Steigung macht. Bin gespannt. Noch ist sie dabei. Ja, das war zu erwarten. Bei 0,7 Newton in der Steigung ist Schluss. Bevor wir nun zur nächsten Programmdisziplin kommen, noch das Ergebnis des Zugkrafttestes zusammengefasst. Die Lok zieht in der Ebene 0,85 Newton, das entspricht umgerechnet 86,6 Gramm. Damit können wir in der Ebene, ohne Angst zu haben, ungefähr 43 Wagen an diese EL13 anhängen. Wohlgemerkt zweiachsige Wagen, vierachsige Wagen wären es dann 21. Das Gleiche hatten wir auch in der normgerechten 3% Steigung gemacht. Hier zieht die Lok etwas weniger, nämlich nur 0,7 Newton, das entspricht 71 Gramm. Das wären dann 36 zweiachsige Wagen und 18 vierachsige Wagen. So, zum nächsten Programmpunkt, den digitalen Funktionen. Ich habe mir wieder ein paar Beispiele an Sound- und digitalen Schaltfunktionen stellvertretend für alle 31, die Ihnen insgesamt zur Verfügung stehen, für Sie ausgesucht. In der Lok ist ein ESO 5 Sounddecoder verbaut. Fangen wir also an mit F0, die Lichtfunktion. Fahrtrichtungsabhängig geschalten. Nun das Wichtigste, F1, der Sound. Mit F2 bediene ich die Lokpfeife. Mit F8 und F9 schalte ich das Kabinenlicht. Mit F15 der Kühlerlüfter. Mit F20 und 21 das Lufthorn. Mit F30 Druckluft ablassen. So, das waren also die Funktionen, die ich Ihnen vorstellen wollte, die also stellvertretend für die insgesamt 31 Funktionen vorhanden sind.
Bevor nun unsere Lok wieder mit dem mittlerweile legendären Kesselwagenzug auf die Reise geht, noch ein paar Bemerkungen zur Technik und Elektronik dieser Lok. Die Loks sind mit neuer Topline-Leiterplatte PCB ausgerüstet, mit digitaler Schnittstelle MTC21 und einem Umschalter auf der Leiterplatte für DC-AC-Betrieb sowie Click-On-Vorrüstung für den Einbau der Schleifer an den Fahrgestellen für den AC-Betrieb. Angetrieben wird das Modell von einem kräftigen Motor mit Doppelschwungmassen. Die Artikelnummer für den Umrüstsatz für das Umrüsten auf AC ist jetzt eingeblendet und enthalten im Umrüstsatz sind die Schleifer sowie Austausch-AC-Achsen. Die Soundmodelle haben einen vorprogrammierten ESOLOG Sound 5 Decoder an Bord. So, und nun schicken wir unsere EL13 auf die Reise. Am Haken 40 zweiachsige Kesselwagen zur Demonstration als Beweis für ihre ausreichende Zugkraft im Anlagenbetrieb. 40 Wagen sind ja auch eine Menge Holz auf unseren Home-Anlagen. Und wie gewohnt kommt dabei auch wieder unser Zahlencounter zum Einsatz. Und ja, da kommt sie auch schon angerollt, unsere EL13. Gleich ist es geschafft, Halbzeit. So, nun ist sie vorbei mit ihren 40 Wagen, mit ihren 40 Kesselwagen. Mit der Baureihe EL13 setzt NMJ wieder ein weiteres Topline-Modell für die Freunde der nordischen Bahnen auf technisch zeitgemäßem Niveau aufs H0-Gleis. Die Modelle präsentieren sich hervorragend detailliert und lassen in der Umsetzung absolut keine Wünsche offen. Beim Geschwindigkeitstest konnte diese Lok ebenfalls überzeugen. Sie brachte ihre Modellleistung überzeugend und sehr homogen auf die Schiene, wie Sie hier in der Kurve nochmal sehen. Auch beim Zugkrafttest hat die Maschine an sie gestellten Anforderungen erfüllt. Ja, und mit unserem legendären 40 betagten Kesselwagen hatte sie jedenfalls keine Probleme. Alles in allem Loks, die für die Freunde der nordischen Eisenbahn einen festen Platz einnehmen werden. Von mir Kaufempfehlung und Daumen hoch. Jetzt wünsche ich Ihnen natürlich viel Spielspaß mit diesem Topline-Modell von NMJ. Weitere Modellausführungen finden Sie auf unseren Webseiten. Stöbern Sie ruhig mal ein bisschen. Den Link dazu finden Sie auch in der YouTube-Beschreibung. Ja, und wenn Sie keine Neuheiten mehr verpassen wollen, empfehle ich Ihnen auch unseren kostenlosen Newsletter, denn dann erfahren Sie stets als Erster, was wir Neues für Sie im Angebot haben. Sie haben es ja gesehen, auch der Sommer kann überraschen. Wenn Sie uns ein Like auf unserem Kanal da lassen, freuen wir uns natürlich auch immer sehr und nicht vergessen, bei unserem YouTube-Kanal auch das Glöckchen zu aktivieren. Denn dann verpassen Sie auch nicht unsere Filmbeiträge rund um die Modellbahn. Klingt doch nach einer perfekten Rundumversorgung. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt werde ich natürlich noch mal ein paar Urlaubserinnerungen durchstöbern aus Norwegen und Schweden vergangener Jahre. So viel Zeit muss jetzt für mich noch sein. Zur Einstimmung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig. Tschüss.